Hi, Selbstgespräch. Selbstgespräch. Groß, klein, vorne, hinten, relativ und absolut. Vorne, der Mensch in der Aufmerksamkeit des Absoluten. Ich mit meinen Themen. Hoch, spannend. Das Gefühl, verstrickt zu sein. Oder mich entwickeln zu können. Wie geht's? Was brauche Wie geht's mir? Was brauche ich? Das ist schon sehr phänomenal. Es ist so ein tolles Phänomen. Doch manchmal will ich es gar nicht haben. Dann bin ich im Widerstand mit mir selbst. Ich fühle mich unwohl in meiner eigenen Verwirklichung. Und zwar, das kann ich ja nur, weil ich ein Wissen darüber habe, wie es sich anfühlen sollte. Ich kann mich nur schlecht fühlen, wenn ich weiß, wie es sich richtig anfühlen soll. Ja. Ich meine, wie geht's mir jetzt? Wie geht's mir jetzt? Was brauche ich jetzt? Oh, mir geht's ganz gut. Ich brauche jetzt von mir, dass ich mit mir selbst rede und hier ein Video mache und mir auch möglicherweise ein bisschen zuhöre. Oder mehr sogar. Dass ich mich selbst beleuchte, aber auch nicht verstehen muss, dass ich mich nicht unter Druck setze, dass ich irgendwo hinkommen muss und irgendwas besser machen muss. Ja, dass ich mich einfach sein lassen kann oder sehen kann, dass ich mich nicht sein lassen kann. Ich kann mich ja gar nicht sein lassen. Also das ist so wie, ich nehme alle Reaktionen an, die jetzt folgen und akzeptiere, dass ich nichts akzeptiere. Nein, 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 Also, das Abgefahrene ist ja das, wenn die Aufmerksamkeit vorne drauf ist, auf der Person, die sich fragt, wie geht's mir, was brauche ich? Und wenn die dann in Beziehung tritt mit anderen Menschen und dann da so hochkomplex wird, von den Verhaltensweisen her oder auch von dem nicht mehr verstehen, wie es einem geht oder was man braucht und dann möglicherweise irgendwelche ganz schnell Projektionen stattfinden, dass das Gegenüber, von dem ich ja überzeugt bin, das sein könnte, das bin ich nicht. Wenn ich das dann dafür verantwortlich mache, dass es mir nicht so gut geht oder auch darüber Glück generieren will, über mein Gegenüber, dann ist ja schon ziemlich kompliziert, gell? Und was ich ja immer vergesse, woran ich mich auch nicht erinnern kann, ist ja das, ist das. Ich bin das ohne Richtung. Ich bin das. Ich bin das. Ich bin das. Ich bin das, was nicht in den Verstand hineingeht, dieses absolute Nichtwissen, dass das Wissen beinhaltet, dass du alles bist und dass du auch nichts bist. Und dass du aber weder alles bist noch nichts bist. Du bist nicht das eine oder das andere davon, sondern du bist das, in dem die Erfahrung von alles und nichts beschrieben werden kann. Aber selbst als das, was du bist in deiner wahrsten Natur, bist du vor Sprache und vor Beschreibung und vor Definition. Und dann
wache ich auf in mir selbst als jemand, der Angst davor hat, sich definieren zu wollen. Der dann das Gefühl hat, unter der Definition, da bin ich dann so begrenzt und so, fühle ich mich so eingeengt. Dann bin ich im Gefängnis meines eigenen Verstandes, bis ich anfange, ihn finden zu wollen. Und ihn nicht finde und auch dann weiß, wer, was denn? Auf einmal ist da diese permanente, oder nicht so, die semi-permanente, die auftauchende Ignoranz von einem, der glaubt, er wüsste, was er wollte oder wo er, was er nicht will. Nein, das stimmt auch nicht, sondern es ist einfach, es sind auf einmal Filtersysteme da und diese Filtersysteme, ob ich sie jetzt bewerte oder sage, es ist wertfrei, erzählen mir ja, oder dadurch will ich ja dann erklären, wie was ist. Und das ist Bank, das ist eine Bank und hier ist die Luft und da sind die Moleküle und das neuronale Netzwerk schüttet diese Worte aus. Was werde ich jetzt als nächstes sagen? Was kommt jetzt dran? Was will ich mir noch erzählen? Wie geht's mir? Was brauche ich? Ja. Es war nur ein Spaßgespräch. War es das wirklich? Hat es Spaß gemacht, mit Worten zu spielen? Zu sprechen? Quack, quack, quack. Sprichst du gerne mit dir selbst? Quack, quack, quack. Sprichst du auch das an, was du vielleicht nicht so gerne hast? Nein, manchmal traue ich mich nicht. Aber immer mehr. Ich will mich trauen, die kosmische Hochzeit mit mir selbst eingehen. Denn ich bin ja der, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe. Echt? Adieu.